Ob er dir jetzt die 10 Euro noch gibt, das weiß ich nicht. Okay, passt, nice. Freunde, ihr wollt anscheinend das neue Offline oder Offline sehen. Ich möchte aber trotzdem daran erinnern, dass heute um 19 Uhr der offizielle Release von MM Tabula Rasa ist. Die besten Pieces im Game. Heute 19 Uhr seid am Start und jetzt viel Spaß mit Offline oder Offline. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zur zweiten Ausgabe von Off-White oder Off-White. Ja, ich habe mir nicht in Leo-Manier das gleiche Outfit anbehalten, sondern das neue MM Tabula Rasa Shirt angezogen. Wisst Bescheid, Official Release um 19 Uhr von den besten Produkten und den comfiest Produkten im Game inside out zu tragen, ganz clean für everyday gemacht, Freunde. Also seid auf alle Fälle am Start. Genug gelabert, ihr wisst, was uns erwartet. Es haben sich wieder sehr, sehr viele Leute versammelt. Wer von euch hat Bock auf ein Off-White-Shirt? Okay, sehr gut. Wer hat Bock von euch, sein Shirt zu verlieren? Okay, nice. Das werde ich mal merken. Passt, perfekt. Wir warten kurz, bis das Taxi da vorbei ist. Servus, bis damit. Sicher. Okay, dann muss ich noch irgendwas sagen. Ah, ja genau, wir haben natürlich wieder unser Hauptpreis. 3 Off-White-Shirts zur Verfügung gestellt bekommen von Hype Needs. Vielen lieben Dank dafür. Ohne die könnte man so ein Format vermutlich schon drehen, aber es würde mal wesentlich teurer kommen. Danke an der Stelle. Wir haben aber auch noch Gutscheine, 15% Gutscheine, die haben wir auch. Die sind, wenn sich die Spieler einigen, dass beider etwas kriegt. Die gibt's, wenn sich die Spieler einigen, dass beide etwas bekommen sollen. So, jetzt habe ich's. Dann kriegt jeder einen Gutscheincode. Oder beide gehen auf einen Cent, snitchen, lügen sich an, dann verlieren sie ihr Shirt. Das wisst ihr alle, oder? Ihr könnt euer Shirt verlieren. Offenheit oder Off-White Extreme. Das landet dann in der Altkleiderbox oder ich gebe es dem nächsten Taxifahrer mit, der da vorbeifährt. Na, fahr noch ein bisschen langsamer. Bitte, bitte. Ja, ja. Danke, Manfred. Servus. Okay, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, wir quatschen nicht länger rum. Wir suchen uns die ersten 2 Gegner aus. Und ich würde sagen, wir machen mal eine Girls Edition. Du mit der BMW Cap, die habe ich als erstes gesehen. Und auch du darfst hervortreten. Das sind unsere ersten 2 Mitspieler. So, Schutzmasken habt ihr schon vorbildlicherweise aufgesetzt. Mach ich auch noch. Wie heißt du? Alexandra. Alexandra, wie alt bist du? 16. 16. Und du bist auch so ein bisschen in diesem Game, Fashion Game drin? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Was sind so deine Lieblingsmarken außer M&M? Gute Frage. Ja, stimmt, gibt es sonst keine. Perfekt. Wie heißt du? Mimi. Mimi? Ja. Wie alt bist du, Mimi? 15. 15. Bist du BMW-Fan? Ja. Okay, nice. Das war. Findest du mein BMW nice? Ja. Geht so. Sie hat sich einfach nicht traut, was anderes zu sagen. Sind wir uns ehrlich. Okay, gut. Freunde, schön, dass ihr mit dabei seid. Auch du bist so ein bisschen im Fashion Game drin. Normal. Normal halt. Okay, so wie jeder andere auch. Okay, kenn mich aus. Ihr kennt die Regeln, oder? Ja. Habt ihr schon Off-White oder Off-White gesehen? Ja. Okay, wie verhalten sich die da immer? Asozial. Okay, sagst du auch? Ja. Seid ihr auch asozial? Na. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, welches Ergebnis. Philipp, du rauchst oder was? Film schnell rüber, die Mama soll das sehen. Perfekt, okay. So, dann kriegst du jetzt einen Cent und einen Euro. Der ist 15. Was ist denn da los? Oder 14, hat er gesagt. Absturz. Absturz ist sie. Danke. Okay, bitte. Ich kann mir vorstellen, ihr seid nicht so asozial, oder? Ich renne doch nicht mit dem BH herum. Okay, stimmt. Stimmt, okay. Genau. Das gilt auch für dich wahrscheinlich. Ja. So, dann könnt ihr euch jetzt ausmachen, was ihr machen wollt. Ja, gehen wir von 1 Euro. Okay, mir ist es egal. Ja, du kannst uns das Off-White-Shirt haben. Oha. Mir ist es egal, ich würde es dir auch geben. Wenn du es nicht, also wir müssen halt wirklich safe sein, ja, weil ich will es wirklich nicht verlieren. Nein, ich auch wirklich nicht. Ja, ich gönn's dir. Wirklich? Ja. Jetzt habe ich Angst. Okay. Ja. Okay, sie sagt, sie gönnt dir das Off-White-Shirt. Ach, scheiße. Glaubst du das? Ich weiß nicht. Okay. Du sagst aber 100%. Ja, ich schwöre. Weil es dir lieber ist, jemand anderen was zu geben, als das eigene Shirt zu verlieren. Ja, gutes Karma. Gutes Karma, du willst Karma-Punkte sammeln, ja. Okay. Ja, musst du entscheiden? Ganz echt. Ja, wirklich. Sie hat dir die Hand drauf gegeben. Okay. Okay, habt ihr euch entschieden quasi? Du kannst doch gerne noch Fragen stellen, oder? Ich bin mir halt nicht sicher. Ich will dann wirklich hier nicht im BH stehen. Ja, same. Okay. Wir könnten es dann auch nicht monetarisieren, glaube ich. Also wir müssten was drüberlegen, wenn euch das irgendwie hilft. Ja. Also jetzt keine Decke oder so, wir sind da nicht bei der Feuerwehr, aber so Zensur halt. Also ganz echt? Ja. Also soll es echt nehmen? Ja. Frag nochmal, ob es echt ist. Echt? Echt, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, ihr habt euch entschieden, oder nicht? Ja. Ja? Okay, dann darfst du mir jetzt deine Münze geben und du darfst mir. Okay, sie macht es gleich offen. Ja. Perfekt, somit brauche ich auch nicht mehr in den Kommentaren fragen, was ihr glaubt, was passiert ist. Beide haben einen Euro gegeben. Nein, Spaß. Eine hat einen Cent gegeben und eine einen Euro. Damit bist du
ehrlich geblieben und hast dir wirklich das Off-White-Shirt gegeben. Ja. Wie fühlt sich das an? Ist doch wurscht. Ja, ist mir wurscht. Wie fühlt sich's für dich an? Krass, hätte ich nicht gedacht. Also, okay. Danke. Herzliche Gratulation. Off-White-Shirt. Du darfst aussuchen, weil du so ehrenhaft warst. Welches soll an sie gehen? Ja, darf ich mir das in der Mitte? Ja, das. Das, okay, perfekt. Dann herzliche Gratulation und danke. Perfekt. Bitte gerne. Dir darf ich aber trotzdem noch einen Gutschein geben dafür, danke, dass du so ehrlich warst. Gell? Danke. Gut gemacht. Hat mir gut gefallen, euch zuzusehen. Danke fürs Mitspielen. Tschüss, danke. Tschüss, Baba. Okay, das war eine Runde, die mich irgendwie wieder in die Menschlichkeit hat glauben lassen. Das hat Spaß gemacht zuzusehen. So, jetzt brauchen wir trotzdem ein paar Asis. Du hast gesagt, du bist ein okay, passt. Das ist ein Argument. Asi Nummer 1 haben wir. Wie bitte? Innsbruck. Du bist auch vom Hauptbahnhof? Du schaust asozial aus. Nehmen wir dich. Okay, passt. So. Wie heißt du? Lukas. Lukas. Und du? Philipp. Philipp, du kommst vom Hauptbahnhof in Innsbruck. Genau. Safe. Das wärst du gewesen. Aber du sagst einfach, du hast jetzt schon mal gelogen, gell? Ja. Perfekt, super. Gut, wo kommst du her? Aus dem 10. Bezirk. 10. Bezirk, hast du eh schon gesagt. Wie alt bist du? 17. 17. Und du? 14. Lügst du? Nein, 14. Diesmal nicht, okay. Passt, gehen wir ein Stück rauf. 14 gegen 17. Warum seid ihr hergekommen? Ja, zum Spaß und zum Off-White-Shirt gewinnen, oder? Okay, und du? Ja, aus Off-White-Shirt halt gewinnen. Okay, wo kommst du wirklich her? Aus dem 15. Aus dem 15. Ja. Passt, ihr kennt die Regeln. Seid ihr mehr so die Asi-Typen wahrscheinlich, oder? Ja. Ich hätte schon gerne das Off-White-T-Shirt. Okay, und du auch? Ja, ich mag halt mein T-Shirt nicht verlieren, weil ich habe auch einen BH drunter. Das, okay, passt, nein. Lass mal die Pensionistengruppe da vorbeifahren. Ja, ja, gut. Gibt's noch, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ja, ich grüße Franz. Okay, und du? Ich grüße meinen Bruder Patrick. Okay, passt, perfekt. Patrick und Franz sind gegrüßt. Da hast du einen 1 Cent und einen 1 Euro. Und hier einen Cent und einen Euro. Ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt. So. So, jetzt geht's einmal los. Gönn mir das Off-White-Shirt. Und was kriege ich dann? Ich gebe dir 20 Euro. Sagt er. Jetzt der hat vorher schon mal gelogen. Jetzt hier. Hast du dabei? Ja. Chillig, bitte gib einen Cent. Schau mal. Ja, ich weiß, gib's dir. Ja, dann gib's ihm jetzt gleich. Okay, gib's mir jetzt und gib das Off-White-Shirt. Chillig, okay. Passt, das heißt, was machst du? Ja, 1 Cent, oder muss ich geben dann? Oder 1 Euro? Wenn du ihm das Off-White-Shirt geben willst, dann 1 Euro. Ja, passt. Okay, und du? Dann gebe ich halt den 1 Cent, dass ich das Shirt bekomme. Okay, ich bin gespannt, was jetzt passiert. So, bitte deine Münze. Dankeschön. Und du? Deine Münze, schade. Ich habe mir gedacht, das geht irgendwie spannender aus. Er hat dir nur 1 Euro gegeben und du den 1 Cent. Somit bekommst du das Off-White-Shirt und du hast einfach die 20 Euro genommen. Ja, passt. Jeder die Münzen und die 20 Euro? Passt. Oh, Kuss. Hast du schon gehabt. Geil, okay. Passt. Dann nehme ich mal das vorletzte Off-White-Shirt. Nehme das hier. Gratulation. Danke, Bro. Bitte, machen wir so. Corona, gell? Okay, passt. So schnell kann es gehen. Wir haben noch ein einziges Off-White-Shirt. Innsbruck. Komm, Innsbruck. Ja, es geht nicht nur um die lange... Ah ja, scheiß drauf, komm her. Okay. Ich habe schon dreimal zu deinem Kumpel gesagt, nice Shirt, und du hast jedes Mal geglaubt, du bist gemeint, gell? Ja, schon. Ja, fix, wie heißt du? Lukas, 19. Lukas. Hast du eine Schutzmaske, Lukas? Achso, ja, sowieso. Perfekt. Wie heißt du? Maximilian. Maximilian. Auch du hast eine Schutzmaske. Wie alt bist du? 16. 16. Wie alt bist du? 19. 19. Ihr seid gekommen, um mein Off-White-Shirt zu bekommen oder einen Gutschein oder einfach nur für den Fahren? Kultur, oder? Kultur. Ja, schöne Stadt. Ihr reist ja sehr lange an. Also warum bist du angereist? Ja, also Wien, schöne Stadt, oder? Kulinarik haben. Die Kulinarik, okay. Ja. Was ist besonders lecker da? Schnitzel, oder? Kann man sich schon mal gerne... Wo kriegt man ein gutes Schnitzel? Meißel und Schaden, oder? Okay, er kennt sich wirklich aus. Okay, warum bist du gekommen? Auch wegen Meißel und Schaden, oder? Ja, passt, nice. Selbst. Okay, nein, gut. Ich würde damit so sagen, oder? Also wenn wir schon zum Spiel so übergehen. Also es kann leider auch ein Shirt haben. Und du wir blenden was? Unten Untertitel ein. Und ich will was, oder? Du darfst dich entscheiden. Was? Du darfst dich entscheiden. Ja, ich würde gerne so ein Off-White-Shirt haben. Gibst du mir auch ein 20? Ja, ich hab nichts dabei. Oh, er ist broke, ja, fuck. Gibst du mir einen 10er, dann kriegst du das Shirt. Für 10 Euro? Du weißt schon, was das Off-White-Shirt ist? Ich hab's nicht dabei. Du weißt schon, was das Off-White-Shirt wert ist, gell? Ja, schon, aber ich fahre kein Off-White. Okay, aber du könntest es verkaufen und hättest dann 150. Kriegst 10 Euro, ich hol's echt. 10 Euro gegen 150? Ja, okay. Safe. Okay. Ich bin heute ein Ehrenmann, weil... Ja. Chillig. Okay, das heißt, du kriegst quasi das Off-White-Shirt? Ja. Okay, naja, ich gebe euch trotzdem mal die Münzen, oder? Okay, da. Und da, warte, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Jetzt passt. Und bitteschön. Das heißt, ihr habt euch entschieden. Ja, 1 Euro. Er kriegt das Off-White-Shirt. Ja. Okay, passt. Okay, passt. Dann darfst du mir mal deine Münze geben. Jawohl. Und du darfst mir deine Münze geben. Perfekt. Freunde, was glaubt ihr, ist passiert? Ja, ich hoffe so, wie es vereinbart war, oder? Gesnitcht. Es wurde gesnitcht? Du sagst, es wurde gesnitcht? Nein, Mann. Was hast du denn für ein Shirt drunter? Das will ich nicht sehen, Bro. Das will ich nicht sehen? Ja, aber schön Kappa.
Ah, Kappa. Ja, Kappa, er hat nicht gesnitcht. Du bekommst tatsächlich das allerletzte Off-White-Shirt. Das haben wir hier schon. Herzliche Gratulation. So schnell kann man drei Off-White-Shirts rausbasteln. Ich bringe dir die 10 Euro, okay? Schau, ob er dir jetzt die 10 Euro noch gibt, das weiß ich nicht. Das bleibt euch überlassen. Davon so. Das wäre jetzt lustig. Komm, dann hätte ich Content. Ja. 3, 2, 1 und hopp. Ja. Wir schneiden das so rein, dass es arg ist. Geht schon los. Wow, okay, passt nice. Oh nein, oh nein. Okay, Freunde, das war... Mir fehlt noch ein Cent. Hallo, hallo. Oh, schau dann an. Freunde, das war Offenheit oder Off-White, die zweite Version oder die zweite Ausgabe. Wir haben alles an einem Tag gedreht. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und nicht vergessen, am 25. der Release von M&M Tabula Rasa. In diesem Sinne, danke vielmals fürs Mitmachen, fürs Kommen, liebe Freunde, dass ihr da wart. Gell? Gratulation an die, die ein Off-White-Shirt ergattert haben. Das war's von mir, euer Maximilian.